Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Elfie Goes Crafting. Ich zeige euch heute meine persönlichen Favoriten vom diesjährigen Weihnachtsbasteln. Ihr dürft gespannt sein. Die erste Karte mache ich aus Actionmaterial. Da nehme ich als erstes die Pulloverstanzen und die Hintergrundstanze vom letzten Jahr, die diese Schneeflocken rein perforiert. Und aus diesem Papier, was ich dann so perforiert habe oder gestanzt geprägt habe, mache ich jetzt die Pullover raus. Ja, und dann halt eben die Ärmel und Bündchen in verschiedenen Farben, in Zimt, in Marineblau und in Chili-Rot. Und die Schneeflocke, die als Motiv vorne drauf kommt, die mache ich aus den Glittervollblöcken und auch einmal aus blauer Designfolie aus einem Lux-Paper-Block. Dazu noch ein paar Sprüche, die ich ausgeschnitten habe, die ich jetzt dazu passend fand, und etwas glitzerndes Geschenkband, die quadratischen Karten vom Action, und aus dem Designblock Christmas in the Forest habe ich da noch ein Designblatt rausgesucht, was sehr rustikal wirkt. Und das schneide ich jetzt erstmal zu. Die Karten vom Action sind 15x15, also schneide ich die Karte auf 14x14 zu. Dann bearbeite ich sie erstmal ein bisschen. Ich mache die Ränder noch etwas dunkler mit Espresso. Von Stepping Up habe ich jetzt hier dieses Stempelkissen. Und wische da einfach nur, damit es sich ein bisschen besser abhebt nachher, wenn ich es gleich aufklebe. Und dann geht es ab in die Spritzkiste, also mein ausgedienter Karton, den ich für so etwas nehme. Und da besprenkle ich diesen Aufleger mit Aquarell Metallic Farbe und auch einmal mit Aquarell weißer Farbe, damit einfach da ein wahnsinniges Gestöber drauf los ist. Und das muss natürlich auch erstmal ordentlich getrocknet werden. Bei den Pullöverchen mache ich das so, dass ich das Geschenkband hinten so aufklebe, dass es natürlich nicht vorne irgendwie rausguckt. Ich mache das so in kleinen Stücken. Das hat den Effekt, dass durch die Perforierung hindurch das Glitzer zu sehen ist hinterher auf der Karte. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Ich habe das versucht, mit der Kamera irgendwie einzufangen. Das ist schwer zu filmen. Aber in Natur sieht man es recht deutlich. Dann kommen überall noch die zueinander passenden Bündchen, einmal in Chili, in Marine und in Zimtbraun, auf die Pullover draufgeklebt. Und dieses Schild mit Peace, Love, Joy, das zerschneide ich dann in drei Teile und tue auf jeden Pullover zusammen mit einer Schneeflocke so einen Spruch draufkleben. Den Spruch mache ich übrigens erhöht drauf, also mit ein ganz klein bisschen Schaumstoffklebeband dahinter. Ich wische noch ein bisschen Farbe auf die Pullover in der jeweils passenden Farbe zu den Bündchen, also in Zimt, in Marineblau und in Chili. Und wenn ich die jetzt gleich aufklebe, dann klebe ich nur an den weißen Cardstock-Rändern, also nicht Flüssigkleber auf das Geschenkband drauf, sondern nur da, wo weißer Cardstock ist, weil das Geschenkband klebt einfach nicht sehr gut mit Flüssigkleber. So, unten den Spruch mit Merry Christmas, den tue ich auch nochmal mit Glitterfoil ein bisschen matten. Also ich klebe den da mit doppelseitigem Klebeband drauf und schneide einfach drumherum relativ knappkantig alles ab. Und dann kann auch das erhöht mit Schaumstoffklebeband auf den Aufleger. Den mache ich erst auf die Karte drauf und tue dann das Schild drauf. Ich finde, dann sieht man immer am besten, in welcher Höhe der Spruch drauf soll. So, die zweite Karte ist eine Kombination aus zwei bereits gebastelten Karten auch. Und zwar ist es vom Tony Craft Kit Marshmallow Hugs. Und als erstes zeige ich euch, wie simpel es ist, diese Cookies zu machen, die ich damit auf die Karte mache. Ihr seht, ich habe zwei Kreise ausgeschnitten, einmal in Zimt und zwei Kreise einmal in Espresso. Das Ganze wische ich noch ein bisschen, auch mit Espresso-Farbe. Hier den kleinen Lebkuchenmann, den hatte ich noch gefunden bei einem anderen Craft Kit. Den tue ich noch mit dabei verwerten. Und dann kommen überall noch Spritzer drauf.
Und da mache ich in den zimtfarbenen runden Kreisen verschieden große Löcher. Und das klebe ich dann auf die espressofarbenen Kreise drauf, so dass es aussieht, als ob so Schokostückchen quasi in so einem Cookie durchgucken. Und so simpel ist es, einen Cookie zu bauen, wenn man keine Cookie-Stanze hat. Ein paar Highlights noch mit dem Kreidestift drauf machen und schon sind die beiden Cookies fertig. Für die Zuckerstangen mache ich einfach nur schmale Streifen. Da mache ich gar nicht viel Brimborium. Ich wähle jetzt noch eine Karte aus, auch wieder so eine Fertigkarte. Das sind allerdings etwas kleinere. Das sind die 13 x 13 cm. Das heißt, die Auflage, die ich da drauf mache, ist 12,5 x 12,5 cm, die ich wiederum mit einem hellblauen Hintergrund wische. Aber wirklich nur so ganz hauchzart. Und die Ränder davon wische ich auch, allerdings dann in Espresso, damit die sich auf der Karte ein bisschen besser abheben. Ihr seht, das sind jetzt viele, viele Einzelschritte. Es sieht jetzt sehr aufwendig aus, aber eigentlich, wenn man sich alles zusammenlegt, geht das auch ruckzuck durch. So, hier habe ich also die Tasse von den Marshmallow-Hugs ausgestanzt und die bekommt jetzt hier diesen Schokoladenrand, den habe ich in Espresso ausgestanzt gehabt. Und auch der Schokoladenrand bekommt ein paar Highlights, sodass also wirklich es aussieht, als ob so richtig glänzende, warme Schokolade über so einen Rand rüberläuft. So, da habe ich euch noch mal kurz eine Übersicht gezeigt über die ganzen Stanzteile, die da drauf sind. Das Sahnehäubchen wird in zwei Teilen zusammengesetzt, also sprich einmal ein Teil als Unterlage und ein Teil, was dann halt eben diese cremigen Schichten darstellen soll. Das wird dann aufeinander geklebt. Seht es mir nach, wenn ich nicht allzu sehr darauf eingehe, auf das Tony Craft Kit, weil im Prinzip nutzt es ja eigentlich nur denjenigen, der es sich anschafft. Aber wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere ja jetzt so inspiriert, dass er guckt, ob er das noch irgendwo herbekommt. Vielleicht bei eBay Kleinanzeigen oder es ist ja auch so, dass sehr häufig auch mal so ein Tresor bei Tonic Studio aufgemacht wird, wo die alten Craft Kits für einen sehr günstigen Preis nochmal raushauen. Da kann man dann auch nochmal Glück haben, dass man das dann noch abstauben kann. So, hier habe ich dann jetzt den Rest zusammengesetzt, also sprich die Zuckerstangen, die ich mir vorhin als schmale Streifen ausgeschnitten hatte und auch das Sahnehäubchen und die Tasse mit der Schokolade und versuche das Ganze einfach zusammen zu arrangieren. Auf der Karte selber mache ich unten drunter eine quasi eine Linie aus Geschenkband, wo ich dann später die Tasse drauf arrangieren werde und dieses Geschenkband fixiere ich auf der Rückseite mit Tesaband. Damit ich gerade bin, versuche ich mich immer an meiner Schneidematte zu orientieren, sodass ich immer in etwa die gleichen Höhen tatsächlich hinkriege und nichts irgendwie schief wird. Und da kommt dann da die Tasse drauf, die ich dann mit Schaumstoffklebeband schon präpariert habe. Und den Löffel klebe ich noch da drauf. Bei den Cookies ist es so, dass ich erst die Cookies irgendwie versuche zu arrangieren, sodass die quasi eine Einheit bilden, aber noch nicht festklebe auf der Tasse. Dann nehme ich mir den kleinen Lebkuchenmann dazu und versuche das Ganze mit dem Lebkuchenmann zusammen zu arrangieren, also auch mit Flüssigkleber quasi zu kleben, dass das eine Einheit bildet. Und dann tue ich das Ganze erst tatsächlich endgültig auf der Tasse aufkleben. Die Cookies müssen etwas unterstützt werden. Das, was über die Tasse hinausguckt, muss mit Schaumstoffklebeband oder mit Papierresten oder was auch immer man nimmt, unterstützt werden. Ansonsten stimmen die Höhen halt eben nicht so ganz. Ja, und auf dem Löffel kommt jetzt noch ein kleines weißes Schleifchen, passend zu dem Band, was ich da drunter auf dem Aufleger aufgeklebt habe.
Dieses Schleifenband klebe ich mit Glue-Dots drauf und sicher ist sicher, einen kleinen Tropfen Flüssigkleber tue ich auch noch immer drauf. Mit bei dem Set ist so eine sehr schöne Stanze mit warmen Winterwishes, die ich in Goldfolie ausgestanzt habe. Die tue ich auch auf so einem espressofarbenen Kreis draufkleben. Der Kreis ist ebenfalls aus einer Actionstanze, die es irgendwann im Laufe des Jahres gab, ausgestanzt worden, der zufälligerweise wirklich gut auch zu dieser Schriftstanze passt. Und das kommt dann erstmal so auf die Karte drauf. Ja, und dann müssen die Marshmallows zusammengesetzt werden. Die sind ein bisschen fummelig. Ich meine, man könnte es natürlich auch lassen. Man könnte auch einfach nur die Unterteile nehmen. Mache ich aber nicht. Ich nehme auch diese Outlines und die Innenteile oben von den Köpfchen. Ich finde es einfach hübscher. Aber man müsste es nicht tun. Man könnte auch einfach nur, ja, quasi das Unterteil nehmen. Die setze ich jetzt erstmal in Einzelteilen zusammen. Und dann werde ich die gleich mit einem kleinen Gesichtchen versehen, indem ich einfach nur zwei Pünktchen für die Augen mache und ein bisschen Wangenrot hinzufüge. Auch hier mache ich es so, dass ich erst die beiden Marshmallows zusammen arrangiere und sie dann oben an die Tasse draufklebe bzw. auf der Sahne drauf habe. Ja, jetzt kommen noch ein paar Spritzerchen drauf mit Glitzer und dann kann der Aufleger schon auf die Karte drauf. Da hatte ich jetzt hier noch so einen Rest, da hatte ich noch gefunden, ist auch von einem Craft Kit, ist von Whimsical Wonderland, da ist bei irgendeiner Stanze sind einfach so ganz viele Sterne immer rausgekommen. Die habe ich jetzt einfach mal mit verwertet und mit da drauf geklebt. Als letztes zeige ich euch hier zwei Komplettpakete, einmal von Echo Park mit Here Comes Santa und einmal von Cartabella mit Christmas Market. Es handelt sich jetzt als Favorit jetzt nicht so sehr um die einzelne Karte, sondern mein Favorit ist einfach, dass ich gerne mit solchen Komplettpaketen bastel, weil einfach alles aufeinander abgestimmt ist. Ich brauche hier gar nicht viel zu erklären. Das seht ihr selbst, wie ich das in Einzelschritten hier mache, wie ich das zusammenschneide quasi. Das Schöne ist einfach, man kann da nach Herzenslust alles miteinander kombinieren. Man kann natürlich auch alle Sachen einzeln kaufen. Man kann zum Beispiel von Echo Park natürlich auch nur die Designpapiere kaufen oder nur Animal Dots kaufen oder nur die Shipboard Stickers. Aber es gibt sie halt eben auch so komplett, wo alles zusammen ist. Das kostet dann zwar ein kleines bisschen mehr, aber wie gesagt, es ist so schön, dass alles aufeinander abgestimmt ist und man kommt sehr, sehr weit damit. Man kann wirklich viele Karten damit machen. Schaut selber, wie ich das hier arrangiert habe. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich habe einfach ein paar Streifen ausgeschnitten, habe einen Baum auf einen Unterleger drauf getan, wo ich dann hinterher feststelle, ja, der könnte jetzt noch ein bisschen schmaler sein. Dann schneide ich mir den noch ein bisschen schmaler zurecht. Ja, und dann einfach nur mit einem Spruch und mit Animal Dots oder mit einem Bändchen drauf. Und im Prinzip ist es das auch schon. Und dann hat man fertige Karten und die sind sehr, sehr ruckzuck gemacht und ich finde, dass die sehr hochwertig aussehen. Schaut selber. Das Band gehört natürlich jetzt nicht dazu. Das ist von Wesson Creative. Das habe ich jetzt einfach mal mit dazu gefügt. Nur nochmal zur Erklärung. Diese Komplettpakete bestehen in der Regel aus Designpapier, aus Shipboard-Stickers und häufig auch mit einem Päckchen Animal Dots. Die sind immer unterschiedlich aufgebaut und die gibt es auch von vielen Firmen. Ich finde von Cartabella oder von Echo Park. Simple Stories wäre ich an dieser Stelle auch noch mit dabei zu nennen, sind die Pakete einfach sehr schön für verschiedene Themen, für Hochzeit, für Frühling, für Meeressachen oder wie jetzt hier in diesem Falle für Weihnachtssachen. Und auch das in verschiedenen Themen. Es muss nicht immer so klassisch rot sein. Es gibt sie auch in irgendwelchen rosa Farben und alles, was das Herz begehrt.
Hier habe ich bei der nächsten Karte auch aus einer Actionstanze einfach kurzerhand so einen Tag ausgestanzt gehabt. Das unterstütze ich oben noch so ein bisschen, weil ich da drunter ein Band durchziehen werde, beziehungsweise da hinten befestigen werde. Und damit das da nicht so absteht, mache ich da einfach mit Cardstock, mit zurechtgeschnittenen Resten aus Cardstock eine Erhöhung rein. Hier bei diesem Paket war es jetzt so, dass da kein großes Designpapier bei war, sondern da war so ein kleines 6x6 Paperpad dabei. Und da schneide ich mir jetzt einfach einen passenden Aufleger zu, den ich jetzt so ein bisschen versetzt aufklebe zu der Textstanze. Da seht ihr auch, wie ich die Abmaße noch so gewählt habe, dass die so in etwa ähnliche Größen aufweisen, aber die werden halt versetzt aufgeklebt. Das ist jetzt auch nicht nach einem Sketch oder irgendwas, sondern einfach mehr oder weniger frei Fantasie so zusammengestellt, wie es mir gerade so einfällt. Aber seien wir ehrlich, allein schon dadurch, dass alles so schön zusammenpasst, ist es echt idiotensicher und es passt dann auch. Das ist also mein Weihnachtsbasteln für dieses Jahr und ich zeige euch hier also meine Favoriten. Nichts heute mit 10 Karten, 20 Karten, 15 Karten, sondern wirklich nur die Sachen, die mir am besten dieses Jahr bei meinem eigenen Basteln gefallen haben. Das ist einmal hier diese Pulloverkarte mit den Pulloverstanzen, mit den Action-Weihnachtsstanzen. Die ist relativ schnell gemacht. Okay, man muss die Pullover ausstanzen. Die Schneeflocken sind ja mit bei den Pullovern dabei. Und der Rest ist relativ schnell aufeinander geklebt. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Es glitzert und funkelt. Dadurch, dass ich da hier drunter ja noch so ein Glitzer-Weihnachtsband drunter gemacht habe. Also in der Kamera kommt es sehr schlecht durch, leider. Aber in Natur kann ich euch sagen, man sieht dieses Gefunkel recht gut dadurch scheinen. Ich versuche es mal ganz langsam zu machen. Vielleicht kriege ich es mit der Kamera eingefangen, aber es nicht so richtig, ne? Okay, ich kann nur sagen, also in Natura sieht man, dass da irgendwas glitzert und das macht natürlich nochmal so, ja, noch so ein kleines i-Tüpfelchen aus. Das war die erste Karte. Danach habe ich euch eine Karte von Tonic Studios gezeigt. Da zeige ich euch nochmal meine eigenen Inspirationen von mir. Da haben mir nämlich diese beiden Karten am besten im Prinzip gefallen und die habe ich kombiniert, wie ihr seht, mit den Marshmallows und mit dem Sahnehäubchen und so weiter und habe daraus dann diese Karte gemacht. Und ihr habt gesehen, wie diese Cookies gehen, ne? Wenn man jetzt keine Cookie-Stanze hat. Das ist sowas von simpel. Zwei runde Kreise aufeinander gelegt, in den einen halt eben noch ein paar Löcher reingestanzt, verschieden groß, wenn es geht, ein paar Sprenkel drauf und ja, und dann hat man zwei Cookies, ne? Und da habe ich noch so ein paar Reste drauf getan, ne? Die hatte ich noch übrig, die waren jetzt nicht so geplant, aber warum wegschmeißen? Die Sternchen machen sich hier gut. Ja, und guckt euch mal die kleinen Marshmallows an, wie sie sich aneinander schmiegen. Und was auch ein Favorit ist von vielen, das sind diese Sachen hier. Da habe ich auch mehrere Sachen schon von gemacht. Wenn man so ein Komplettpaket hat von Cartabella oder von Echo Park, da, das kostet erstmal ein bisschen mehr als die bei Action, gebe ich zu. Aber man ist relativ zügig dabei und hat ruckzuck Karten hergestellt und so ein Komplettpaket, das reicht auch für sehr viele Karten. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Es ist relativ klassisch, aber es gibt ja verschiedene Arten. Also es gibt ja jetzt nicht nur diese beiden. Diese beiden sind aktuell auch noch zu kaufen. Also man kann sie bei Faltkarten noch kaufen, bei Craftelier noch kaufen. Bei Paper Memories habe ich sie gesehen. Also es gibt sie zwar schon lange, aber sie sind immer noch aktuell. Und es gibt natürlich auch noch ganz andere. Jetzt kann ich euch nur noch ein traumhaft schönes Weihnachtsfest wünschen. Macht es euch gemütlich, macht es euch schön. Bleibt mir weiter gut gewogen, bleibt gesund und kreativ. Und von hier sende ich euch die liebsten Grüße zum Fest. Tschüss, eure Elfi!